Matteo heute unterstützend für die Mannschaft da, nicht im Tor. 1:4, eine klare Sprache leider, was das Ergebnis betrifft. Das Spiel selbst hatte einen anderen Verlauf. Das Spiel selbst hat sehr viel auf unserer Seite gezeigt. Meiner Meinung nach haben wir viel besser gespielt in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte waren die Gegner dann trotzdem einen Tick auf dem gleichen Niveau, sage ich mal, oder ein bisschen besser. Aber wir müssen daraus lernen. Wir müssen in den nächsten Partien punkten. Das wird ganz schwierig in der Saison. Wir haben in den letzten 30 Sekunden, glaube ich, war das 2 Fouls, 2 Lang-Penalties bekommen für die Gegner halt. Und das darf nicht passieren. Das 1:1, 30 Sekunden in etwa vor dem Schlusspfiff der ersten Hälfte. Das heißt, man muss mental arbeiten. Das 1:1 war sehr schmerzhaft, vor allem zu kurz vor der Pause. Und ich glaube, das war auch das Ausschlaggebende in der Partie. Die Chancenverwertung ist das größte Problem, was wir zurzeit haben. Und an dem müssen wir arbeiten. Wir müssen die Chancen machen, genau wie ich es letzte Woche gesagt habe. Es wird sich nicht ändern, wenn wir die Chancen nicht machen, werden wir sie bekommen. Herzliche Gratulation, Sebastian Kowalik, Präsident oder Obmann des BFC Liberta Legio. 1:4, eine klare Sprache. Was sagst du zum Ergebnis? Ich muss ehrlich gestehen, das Ergebnis spiegelt das nicht alles wieder, was da vorgefallen ist. Die Kärntner haben sehr gut gespielt. Also vielleicht hat es, finde ich, für einen Neueinsteiger in die Liga ihre Sache sehr gut gemacht. Mir wundert es, dass sie bis jetzt doch mit mehr Punkten dastehen, weil die Leistung war, finde ich, sehr korrekt. Also ein großes Resümee zu diesem Spiel. Villach ausbaufähig, würdig für die erste Bundesliga? Würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich bin mir ziemlich sicher, mit dieser Leistung, wenn ihr weiter so spielt, braucht euch um den Klassenerhalt nicht Angst haben. Okay, gut. Auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön für die Infos. Wir wünschen euch noch gute Heimreise und toi 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 für die restliche Saison. Danke. Wir bedanken uns und wünschen euch natürlich viel Glück. Ja, also momentan sportlich läuft es leider überhaupt nicht. Wir haben eine absolute Miniserie. Heute wieder eine super Leistung. Im Abschluss passt es. Wir waren ein paar Mal alleine vom Leon Duran und haben dann drüber geschossen. Also momentan läuft es einfach nicht. Aber organisatorisch schaut es da ganz anders aus. Wir sind jetzt gerade im Begriff dabei, eine U15 zu gründen, beziehungsweise starten wir diese Woche mit dem Training. Wir suchen hier noch Interessenten, aber es ist schon geplant, ein regelmäßiger Spielbetrieb. Wir trainieren immer mittwochs von 17 bis 19 Uhr in der Sporthalle Lied und haben dort unser U15-Training. Der Björn Kafka und der Matteo Ciagalli werden das Training leiten und wir wollen dadurch unseren eigenen Nachwuchs heranzüchten. Und ich denke, wir haben viele einige Talente. Den besten ist es natürlich über unsere E-Mail-Adresse futsal@npsv-ktn.at. Einfach Interesse zu bekunden. Die bekommen dann alle Informationen, wie das Training abläuft. Und es ist das Training für die 15 ist derzeit kostenlos. Das ist so die Einstiegshürde, sollte möglichst niedrig sein. Und ich denke, wir haben einige, die da daran teilnehmen wollen. Gemeinsam mit der Titan-Tormann-Schule Villach veranstalten wir am 24. November ein großes Futsal-Turnier, das Futsal Masters. Findet jetzt bereits zum dritten Mal statt und es gibt einen großen Wanderpokal. Da ist der Spital, ist der Titelverteidiger und ich denke, es werden wieder spannende Spiele. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren.